So, da sind wir wieder. Teil 3 wollte ich ja an sich die Einsatzteams besprechen, aber ich habe mir gedacht, mit der Charakter habe ich irgendwie die Waffen völlig vernachlässigt. Deshalb springen wir hier nochmal auf den Charakter zurück mit der Version 2.1, gehen auf unsere menschliche Technikerin und dort kriegen wir, wie gesagt, die Informationen. Und dort oben ist ein Punkt Ausstattung, dort drunter finden wir die Waffen. Legen wir mal an und dort haben wir also die primäre, sekundäre und die normale Ausrüstung. Gehen jetzt auf den primären Waffenslot und lassen uns Informationen zu der primären Waffe anzeigen. Gehen auf Ansehen und dann springt darüber. Dort kriegen wir erstmal textliche Informationen, was das für eine Waffe ist und die Werte, Statistik, Feuergeschwindigkeit und so weiter. Und rechts auf dem Waffensymbol haben wir auch noch die Mods eingeblendet. Das gleiche gilt für die sekundäre Waffe. Dort haben wir auch wieder, gehen wir auch wieder auf Ansehen und kriegen dort die Informationen, die wir brauchen. Springt immer in den vorherigen Bildschirm erst zurück. Und auch hier wieder Schaden, Feuergeschwindigkeit und so weiter. So. Als dritter Punkt ist die Ausrüstung. Das sind unsere Schilde, die wir haben. Den wollen wir jetzt mal wechseln, den Moloch-Schild. Und jetzt kommt ein kleiner Fehler, weil er sagt mir jetzt zuerst, ich hätte keine Ausrüstung. Und schwupps blendet er sie doch wieder ein. So, und dann kann ich mir einen anderen aussuchen, Thermomagazin-Depot oder Kriegsverstärker. Je nachdem, was ich haben möchte. So. Zurück zur Ausstattung. So, und jetzt gehen wir mal auf den Punkt Wechseln. Und jetzt wollen wir mal unsere Valkyrie wechseln gegen eine Garniflex und sehen hier die Vergleichswerte, wie sich das verändert. Rot ist also schlechter als die ausgerüstete Waffe und grün ist etwas besser. Und die wollen wir aber jetzt nicht wechseln. Wir können dort auch unter vielen Waffen auswechseln. Gehen dann wieder auf die N7 zurück, um zu zeigen, den nächsten Menüpunkt modifizieren. Das heißt, die Mods ausrüsten. Dort gehen wir dann drauf und haben dann Slot 1 und Slot 2. Wir haben ja zwei Waffenslots, die wir belegen können. Hier haben wir ein SG-Magazin drauf, also Sturmgewehr-Magazin. Und den wollen wir jetzt mal wechseln. Gehen hier rein, setzen dort mal den Schaft in der Stärke 10 drauf, der die Waffe dann stabiler macht, als Beispiel. Dauert jetzt eine Sekunde und dann hat er den auch schon gewechselt. Slot 2 ist jetzt eben mit dem Schaft belegt. So, das sehen wir da oben jetzt auch drin, dass sich das kleine Symbol verändert hat bei der N7. Und gehen mal wieder zurück auf die Charakter und jetzt zeige ich euch mal, wo man seine ganzen Waffen findet. Das ist nämlich unter Sammlungen. Dort hat man die Waffen, die man bisher erspielt hat. Kann man sich hier anschauen. Da gehen wir mal drauf und da haben wir alles, was an Waffen derzeit freigeschaltet ist. Ist eben hell. Und dort haben wir wieder diesen Reiter oben rechts, wo wir das sortieren können. Hier wollen wir das mal nach freigeschaltet sortieren und dann von hoch nach niedrig. Lassen uns das jetzt anzeigen und dann zeigt er uns das sortiert von den einzelnen Klassen. Sturmgewehre, Schrotflinten, Pistolen, Präzisionsgewehre und so weiter. Zeigt er uns das alles an. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und das war's an sich von den Waffen im Schnelldurchlauf. Ich habe das möglichst kurz gehalten, weil das ja an sich kein geplanter Teil war. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder konntet euch was rausziehen oder habt ein paar Informationen gekriegt, die euch nützlich sind. Bis zum nächsten Teil, euer Tom.